Herzlich willkommen, liebe Bonsai-Freunde, zur Fortsetzung unseres Tutorials. Wie gestalte ich einen Bonsai, der einige Probleme mit sich gebracht hat. Ich habe die Rinde jetzt soweit ausgeputzt und mit Olivenöl bestrichen. Und das Rot kommt jetzt sehr schön zur Geltung. Dabei hat sich aber ein Problem herausgestellt, nämlich, dass ich hier auch Rinde hatte, die sich abgelöst hat komplett. Das heißt, ich habe jetzt dieses Schari verbreitert und dazu musste ich aber mit einer Kreide zuerst anzeichnen, wie die Saftbahn des Bereichs, der noch versorgt wird, verläuft. Dazu habe ich einfach geschaut, wie die Saftbahn hier runterkommt. Und es sieht man in der Faserung, dass sie hier eine starke Kurve macht und der Versorger für diesen Laubbereich, der Versorger ist das hier. Und das alles hat keine Funktion mehr. Ich habe es jetzt entrindet und solange aber noch Weichholz drauf ist, lässt man das noch ein bisschen austrocknen und kann es dann noch mal mit Ginmittel bearbeiten. Zu dem Thema Ginmittel möchte ich sagen, der Umgang damit, man muss vorsichtig mit dem Material umgehen, weil es ist sehr aggressiv und es bleicht alles. Sowohl eure Keramik als auch eure Finger. Ihr solltet Handschuhe tragen, das steht auch übrigens drauf. Eine Schutzbrille und den Pinsel, den ihr dafür benutzt habt, den könnt ihr danach auch wegwerfen. Sehr sinnvoll ist es vorher, die Totholzbereiche ordentlich mit Wasser zu bestreichen. Es soll aber nichts laufen. Alle Läufer, die über die Rinde hinweg laufen, werden auch gebleichte Spuren hinterlassen. Also einstreichen, das etwas antrocknen lassen, halt, dass das Holz mit Wasser gesättigt ist und nicht mehr triefend nass ist. Und dann erst dieses Ginmittel auftragen. Einwirken lassen, es stinkt grausam, aber es hat seine Daseinsberechtigung. Für die rote Rinde, die noch Leben hat, nutze ich einfach irgendein Olivenöl, streiche das schön ein und dadurch bekomme ich diesen Effekt. Die Rinde sieht satt, rot und gesund aus. Hier hatte ich ein paar harzige Bereiche, deswegen dort, wo ihr das Gefühl habt, gleich stoße ich durch aufs Holz, lieber dann so lassen, wie es ist. Man muss das nicht übertreiben, ja. Ich habe hier verschiedene Bereiche, wo ich einfach dachte, das ist kritisch, hier jetzt weiter rumzukrubbeln und habe das dann lieber gelassen. Und zum Beispiel, ich habe hier eine Stelle, die versuche ich jetzt mal ganz kurz zu zeigen. Hier bin ich durch. Sowas kann mal passieren, aber das ist dann auch der Zeitpunkt, wo man aufhört hier an der Stelle. So, dann habe ich den abgestorbenen Ast entrindet. Was nicht heißt, dass ich jetzt die glorreiche Idee hätte. Ich bin immer noch nicht sicher. Ich glaube, der kommt weg. Mittlerweile hat der Baum so viel Totholz, dass es fast ein Schwerpunkt ist bei der Gestaltung. Ich bin nicht mehr so der Fan von Totholz. Man muss das. Entweder ist es als Schwerpunkt bei so einem Projekt, aber wie so ein Purzelast, da mir gefällt es nicht mehr so. Lieber nix. Oder extrem. Gut, ich habe das jetzt schnell alles durchgekaut. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema, was mir am Herzen liegt, nämlich das Laub. Die verschiedenen Laubsorten. Also über das Laub. Ich habe es zwar jetzt mal dazugelegt, aber was soll ich denn da sagen, wenn Laub so aussieht und so. Das muss weg. Ich habe es jetzt einfach mal dazu, ja. Dann hier zum Stresslaub. Ich hatte an dem Baum kein Stresslaub, aber ich habe einen gemeinen Wacholder noch.
Und der hat Stresslaub. Und das sieht man hier ganz deutlich, dass der aufmacht, dass der diese igelartigen Spitzen, die auch pieksen, aufstellt. Und damit halt, das ist ein Notfallplan, den er dann hat, weil er irgendein Problem hat. Vertrocknung, weiß der Geier. Er hat signalisiert, dass er krank ist. Und reagiert dann damit, mit diesem pieksigen Stresslaub. So, jetzt kommen wir noch zu dem Laub. Und das, finde ich, ist ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Dieses Laub ist sehr dunkelgräulich, dunkelgrün-gräuliche Farbton. Es hat keine neuen Gabelungen mehr in der Spitze. Das ist einfach fertig, das macht nichts mehr. Dieses Laub dient allerhöchstens als Füllmaterial für verschiedene Stellen, die man am Baum einfach gefüllt haben möchte und nicht wegmachen möchte. Aber es ist nicht vital. Dieses Laub ist nicht vital. Es ist wenig verstrebt, wenig gegabelt, nicht schön im Farbton. Und jetzt kommen wir zu dem Laub, das wir eigentlich wollen. Und das ist das. Yeah. Das ist Vitallaub. Das ist vitales Laub, das nach Wachstum strebt. Und das wollen wir auch innen haben. Innen wird sich viel im Baum viel von diesem Laub zeigen, weil es einfach unterbelichtet ist. Und die Atmung, die der Baum hat, die Atmung von so einem Baum, das CO2, das er konsumiert, das wird in einem windstillen Tag, und die hat man ja öfter, nicht zu dem anderen Laub vordringen. Und das sorgt für dieses hässliche Laub und auch letztendlich zur Verkahlung im Innern von so einem Baum. Und das wollen wir ja auch nicht. Hier zum Beispiel haben wir so ein Stück, das daneben, das muss weg, ist klar. Aber da vorne fängt er auch an, der kriegt zu wenig Licht und zu wenig CO2. Darum machen wir bei einem Baum auch einen Lichtungsschnitt. Und diesen Lichtungsschnitt und dieses Selektieren des Laubs, das würde ich gern dann demonstrieren. Hier auf dem Bild zu sehen ist Werkzeug, mit dem man Chin-Bereiche bearbeiten kann. Verschiedene Haken, mit denen man sehr vorsichtig umgehen muss, weil sie, zumindest wenn man sie pflegt, messerscharf sind. Hier ist der Satz Werkzeug, den ich benutze, um den Schnitt jetzt durchzuführen. Und wenn Ästchen zu entfernen sind, ist so eine kleine Knospenzange die erste Wahl. An diesem Zweig, der mir im Weg war, möchte ich jetzt mal demonstrieren, wie die Entfernung des Laubs, das ich nicht möchte, stattfindet. Ich übergebe mal die Kamera. So, also immer alles, was nach unten wächst, fliegt raus. Alles, was nach unten zeigt, möchten wir nicht haben. Dabei zupft man und kann auch schneiden, wie man möchte. So, jetzt wächst mal nichts mehr nach unten. Was extrem nach oben strebt, kann man auch entfernen, aber hier haben wir dieses Laub, das diesen grauen Farbton hat, das ich nicht möchte. Das ist mir auch zu langweilig da. Da ist noch ein Fettelchen. Alles weg. Jetzt gucke ich mir das Ganze an, wie es dazwischen aussieht. Das hier gefällt mir auch nicht, dieses Laub. Ich entferne das. Das weg. Das weg. Das dazwischen ist auch langweilig. Hier und hier. Jetzt ist nur noch das übrig. Hier haben wir das übrig. Das ist ein sehr dicke Teil. Das kann weg. Das kann weg.
So. Diese drei Finger bleiben übrig. Der stärkste und die zwei. Das sieht vital aus. Ich schaue noch mal dazwischen, ob man da auch ein bisschen Luft schafft noch. Irgendwas dabei ist, das weg kann. So, das sieht doch gut aus. Beim Lichtungsschnitt und bei der Selektion ist es wichtig zu verstehen, dass der Baum in die Apex am meisten Kraft steckt, das heißt in die Krone. In der Krone wird er immer am meisten Wuchskraft haben. Im mittleren Segment, das ist dann hier, weniger stark. Und im unteren Bereich des Baums ist am wenigsten Wuchskraft. So ist die Wuchskraftverteilung, die der Baum macht. Und deshalb muss man sich daran orientieren auch, wie stark man den Lichtungsschnitt und so weiter macht. In der Krone kann man am kräftigsten ausdünnen und auslichten. Im mittleren Segment weniger, klar. Und unten hält man sich so weit zurück, wie es geht. Man lichtet es aus, entfernt Laub, das man nicht möchte. Aber die Wuchskraft ist hier am schwächsten. Das muss man berücksichtigen. Wir sehen uns dann wieder zum dritten Teil des Tutorials, wenn das Laub gemacht ist. Und dann beginnen wir mit dem Drahten, das ich dann auch im Detail zeige, letzte Arbeiten und der kreative Teil, der kleinste, nämlich das Gestalten und Platzieren der Äste. Bis dann!